Nach dem OnePlus 9 Pro gibt es nun den Test zum OnePlus 9. Das Smartphone ist ca. 200 Euro günstiger, was man sich durch ein paar Abstriche erkauft. Welche das sind und wie sie sich im Alltag auswirken, klären wir jetzt. Los geht's. Das OnePlus 9 sieht dem OnePlus 9 Pro auf den ersten Blick sehr ähnlich. Trotzdem gibt es einige Unterschiede. Das Smartphone ist zum Beispiel in anderen Farben erhältlich. Dazu zählen Astral Black. Arctic Sky und die mir vorliegende Version Winter Mist. Winter Mist ist quasi das Gegenstück zur silbernen Morning Mist Variante des OnePlus 9 Pro, hat aber einen rauchigen lilanen Farbton anstatt des silbernen Farbtons. Das Ganze sieht aber trotzdem sehr schick aus und wirkt auf mich nicht feminin oder kitschig. Winter Mist zeichnet sich darüber hinaus durch einen Verlauf aus, wo die obere Hälfte weniger spiegelt als die untere, dieser Effekt wird aber ausschließlich von der Beschichtung unter dem Glas erzeugt, das Glas selbst ist über die gesamte Fläche glänzend. Das Kameramodul sieht ebenfalls anders aus, da hier der Laserfokus, ein Sensor und das dritte Mikrofon fehlen. Darüber hinaus besteht der Rahmen vom OnePlus 9 entgegen der Pro-Version nicht aus Metall, Zunächst hat mich das enttäuscht, allerdings muss ich sagen, dass das Material dick und hochwertig daherkommt, weshalb man den Kunststoff gar nicht sofort spürt. Auch die Stabilität leidet darunter so gut wie nicht. Der Unterschied im Biegetest ist so gering, dass man ihn vernachlässigen kann. Das OnePlus 9 ist insgesamt sehr stabil gebaut. Was mich schon eher stört ist, dass das OnePlus 9 im Gegensatz zum Pro Modell keine IP68 Zertifizierung hat. Dieser Abstrich hätte in meinen Augen in der Preisklasse von 699 Euro nicht sein müssen, zumal das OnePlus 9 inoffiziell sehr wohl mindestens spritzwassergeschützt zu scheinen seint, denn wenn man sich mal den Simslot anzieht, befindet sich hier ein Dichtring. Beim Blick aufs Display fallen einem dann gleich die nächsten Unterschiede auf. Zunächst einmal kommt das OnePlus 9 ohne Curved Display daher, das ist aber nicht wirklich als Abstrich zu werden, da viele Nutzer ein flaches Display bevorzugen werden. Darüber hinaus ist das Display mit einer Diagonale von 6,55 Zoll deutlich kleiner, was sicherlich ebenfalls den ein oder anderen Freund finden wird. Es gibt aber noch ein paar weitere Änderungen, welche allerdings deutlich subtiler sind und nicht direkt auffallen, so verzichtet das OnePlus 9 auf ein 10-Bit-Display und auch auf die LTPO-Technik. Darüber hinaus ist die Auflösung mit Full HD Plus deutlich geringer, was man aber nur bei sehr genauer Betrachtung merkt. Beibehalten bleibt die 120 Hz Bildwiederholrate, HDR10 und HDR10 Plus Inhalte werden unterstützt, die Maximalhelligkeit im regulären Betrieb liegt bei 800 Nits, zur Peakhelligkeit bei HDR-Inhalten macht Von Plus allerdings keine Angaben. Insgesamt sind die Veränderungen am Display zumindest für mich jedoch völlig hinnehmbar, wenn man bedenkt, dass man hier 200 Euro weniger auf den Tisch legen muss. Man bekommt nach wie vor ein exzellentes Amulett-Display mit einer sehr schönen Bildqualität, welches im Alltag absolut Spaß macht und im Freien auch einwandfrei ablesbar ist. Ein Always-On-Display gibt es beim OnePlus 9 ebenfalls und hier handelt es sich wieder um ein echtes AOD, welches wirklich permanent aktiv ist, solange das Smartphone nicht längere Zeit im Dunkeln liegt oder sich in der Hosentasche befindet. Die Optik des AOD lässt sich wie gewohnt in den Einstellungen anpassen. Beim Touchscreen gibt es in Sachen Genauigkeit und Reaktionsfreudigkeit keine Unterschiede. Der Touchscreen arbeitet also auch hier einwandfrei und absolut zuverlässig. Die Abtastrate ist hier allerdings auf 240 Hz limitiert. Die optionalen 360 Hz des Pro Modells gibt es nicht. Das dürfte aber auch wieder kaum jemanden stören. Die Glasflächen bestehen beim OnePlus 9 übrigens ebenfalls aus Gorilla Glass 5 und sind damit recht kratzresistent. Dennoch wäre Gorilla Glass 6 in der Preisklasse schön gewesen. Keinerlei Abstriche macht das OnePlus 9 bei der Performance, denn auch hier kommt der Snapdragon 888 zum Einsatz, welcher dem Smartphone eine brachiale Leistung beschert. Zu Beginn war ich etwas skeptisch, ob der Kunststoffrahmen nicht ein Nachteil bei der Kühlung ist, doch das ist nicht der Fall. Im CPU-Frottle-Test entsteht exakt dieselbe Kurve wie beim OnePlus 9 Pro. Die Kühlung ist also auch hier exzellent gelungen, verhindert Hotspots an der Rückseite und sorgt dafür, dass der Snapdragon 888 auch über einen längeren Zeitraum erheblich mehr Leistung liefern kann als ein Snapdragon 865 oder 865 Plus. Im Alltag performt das OnePlus 9 also durchgehend sehr gut, egal ob es sich nun um normale Alltags-Apps handelt oder anspruchsvolle Spiele. Das Gerät läuft auch dank des 120 Hz Displays super flüssig und macht einfach Spaß. In Benchmarks werden natürlich auch die zu erwartenden Top-Werte erreicht. Beim Arbeitsspeicher gibt es dieselben 8 GB oder 12 GB LPDDR5 Quad-Channel-RAM wie beim Pro-Modell und auch die Geschwindigkeit unterscheidet sich nicht. Selbiges gilt für den Festspeicher, welcher 128 oder 256 GB groß ist und dank UFS 3.1 mit Dual-Lane-Anbindung fast 2 GB pro Sekunde beim Lesen erreichen kann. Der USB-C-Anschluss unterstützt USB 3.1 Gen 1 und damit Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gigabit pro Sekunde. Das funktioniert aber nicht mit dem beigelegten Kabel, welches nur USB 2.0 unterstützt. Um USB 3 zu nutzen, müsst ihr also ein eigenes Kabel mitbringen oder dazu kaufen. Der Fingerabdrucksensor befindet sich wie gewohnt im Display und entsperrt das Smartphone absolut zuverlässig und auch pfeilschnell. Alternativ dazu gibt es auch wieder Face Unlock per Frontkamera und auch das funktioniert komplett zuverlässig und auch bei Nacht, weil der Bildschirm dann hell aufleuchtet, um das Gesicht auszuleuchten. Bei den Sensoren leistet sich das OnePlus 9 keine Schwächen, alles Wichtige ist hier am Start und Kompass sowie Gyroskop funktionieren ohne Aussetzer. Bei der Software erwartet euch wieder Oxygen OS in Version 11. Im Test hatte ich die Version 11.2.6.6 im Einsatz. Die Basis bildet hier Android 11 mit einem aktuellen Sicherheitspatch. Oxygen OS 11 kommt wie gewohnt mit einer hochwertigen deutschen Übersetzung und vorinstallierten Google-Diensten daher. Die Optik von OxygenOS 11 ist mittlerweile jedoch deutlich eigenständiger als früher. Einst war OxygenOS ein leicht aufgebohrtes Stock Android. Nun ist der Look der Oberfläche deutlich eigenständiger. Trotzdem ist die Strukturierung sowie die Bedienung kaum verändert worden, so dass man sich im Endeffekt nicht groß umgewöhnen muss, dass sich einfach nur die Optik ein bisschen unterscheidet. Wenn man also bereits ein OnePlus Smartphone genutzt hat, wird man sich eigentlich direkt wohlfühlen. Das OnePlus 9 ist Google zertifiziert und kann entsprechend die Google-Dienste ohne Einschränkungen nutzen. Darüber hinaus gibt es WhiteWine Level 1 DRM, worüber zum Beispiel Netflix in Full HD und mit HDR10 abgespielt werden kann. Wie gewohnt kommt das OnePlus 9 komplett ohne Drittanbieter-Bloadware daher, selbst die Google-Apps sind nur mit einem Minimum vertreten, Facebook ist nicht vorinstalliert, was auch für die oftmals von anderen Herstellern vorinstallierten Facebook-Systemdienste gilt. Entsprechend bekommt man mit dem OnePlus 9 ein richtig blankes Smartphone ohne unnötige vorinstallierte Software. Im Bereich Konnektivität unterscheidet sich das OnePlus 9 auch nicht vom Pro-Modell. Angefangen bei Mobilfunk bekommt man auch hier eine relativ üppige Frequenzunterstützung inklusive 5G sowie einen insgesamt exzellenten Empfang. WiFi 6 ist abermals am Start und liefert neben dem Router hohe Datenraten von im Schnitt 725 Mbit pro Sekunde. Der Empfang ist super und so werden ein Stockwerk unter dem Router immer noch sehr gute 276 Mbit pro Sekunde erreicht. Bluetooth wird von OnePlus 9 bis rauf zur Version 5.2 unterstützt und hat im Test reibungslos funktioniert. NFC ist natürlich auch vorhanden, funktioniert einwandfrei und kann auch in Verbindung mit Google Pay genutzt werden. Im GPS-Test hat das OnePlus 9 einen sehr guten Empfang geliefert und je nach Tageszeit und Wetterbedingungen einen Fix mit 50 bis 60 Satelliten erreicht. Die Fixzeiten sind kurz und die Signalstärke hervorragend. Entsprechend gibt es beim GPS-Tracking oder bei der Navigation keine Aussetzer und Ungenauigkeiten. Im Audiobereich haben mich die Stereo-Lautsprecher erstaunt. Obwohl das OnePlus 9 kleiner ist, klingt das Smartphone genauso gut wie das OnePlus 9 Pro und auch die extrem hohe Maximallautstärke wird hier ohne Einschränkungen erreicht. Zur Klangverbesserung bietet das OnePlus 9 Dolby Atmos Unterstützung, wobei es auch hier eine dynamische Anpassung sowie Presets für Musik oder Filme gibt. Das Ganze funktioniert sowohl mit den integrierten Lautsprechern als auch über angebundene Kopfhörer. Beim Telefonieren liefert das Smartphone einen astreinen Klang auf beiden Seiten mit samt anständiger Geräuschunterdrückung, Voice over Wifi und Voice over LTE werden unterstützt, was bei mir im Test mit dem O2-Netz auch reibungslos funktioniert hat. Bei den Kameras wird es spannend, denn hier hat OnePlus nochmal kräftig mit dem Rotstift gearbeitet. Zwar steckt auch im OnePlus 9 eine Hasselblatt-optimierte Kamera, jedoch unterscheidet sich diese deutlich von der Pro-Version. So kommt das OnePlus 9 ohne optische Bildstabilisierung daher und setzt in der Hauptkamera auf einen älteren 48 Megapixel Sony IMX 689 als Hauptsensor. Darüber hinaus wurde die Telekamera mit optischem Zoom ersatzlos gestrichen. Den Laserfokus gibt es auch nicht mehr, beibehalten bleibt jedoch die 50-Megapixel-Sony EMX 766 Ultraweitwinkelkamera mit Freiformlinse sowie die 2-Megapixel-Schwarz-Weiß-Kamera für die Tiefenerfassung. Ob und wie stark sich diese Veränderungen auf die Kamera-Performance im Alltag auswirken, sehen wir uns jetzt im Detail an. Beginnen wir mit dem Hauptsensor im Standardmodus. Dieser nutzt Pixel und erzeugt so Bilder mit 12 Megapixel Auflösung. Für meine Testbilder habe ich Ultrashot HDR sowie die KI Szenenerkennung aktiviert gelassen, da OnePlus beide Features standardmäßig aktiviert. Entgegen dem OnePlus 9 Pro fällt beim OnePlus 9 sofort die realistischere Farbwiedergabe auf. Wo das Pro Modell die Farben etwas zu intensiv darstellt, liefert das OnePlus 9 eine äußerst realistische Farbintensität. Die KI-Szenenerkennung scheint hier also etwas besser optimiert zu sein, das mag aber auch daran liegen, dass das Pro-Modell bei mir im Test eine Softwareversion hinter dem OnePlus 9 war. Der Hauptsensor liefert insgesamt stimmige Fotos, welche eine tolle Detailwiedergabe liefern, ohne überschärft zu wirken. Der natürliche Bouquet-Effekt kommt auch hier bei Nahaufnahmen gut zur Geltung, wenngleich etwas weniger intensiv als beim Pro-Modell. Der Autofokus arbeitet auch ohne den Laser schnell und zuverlässig, Aufnahmen mit etwas weniger Licht, zum Beispiel innerhalb von Räumen, gelingen dem OnePlus 9 gut. Die Bildqualität verschlechtert sich in solchen Situationen nur sehr geringfügig, die Lichtausbeute bleibt hoch und der Rauschanteil gering. Auch mit Gegenlichtsituationen kommt die Kamera gut klar, Ultrashot HDR liefert einen sehr guten Dynamikumfang, ohne anfällig für Wackler zu sein. Insgesamt ist der gegenüber dem Pro-Modell veränderte Hauptsensor für das OnePlus 9 also kein wirklicher Nachteil. Die unterschiedlichen Bilder lassen sich hauptsächlich in feinen Merkmalen ausmachen, dass es am Ende Geschmackssache ist, welche Ergebnisse einem nun besser gefallen. Im 48-Megapixel-Modus lässt sich die volle Auflösung des Sensors nutzen. Interessant ist, dass das OnePlus 9 auch hier Ultrashot HDR sowie die KI-Szenenerkennung bietet. Vom Aussehen her unterscheiden sich die 48-Megapixel-Aufnahmen also nicht von den 12-Megapixel-Fotos. Lediglich die Auflösung ist eben erheblich höher. Man kann also weiter reinzoomen, ohne dass die Qualität leidet und das erlaubt natürlich auch das Zuschneiden der Bilder oder eben den Druck im Großformat. In jedem Fall bietet der 48-Megapixel-Modus für diese Zwecke bei guter Ausleuchtung einen deutlichen Mehrwert. Die ultra weitwinkel vom OnePlus 9 ist mit jener im Pro-Modell komplett identisch. Sensor, Blendenwert und Freiformlinse sind hier also unverändert übernommen worden. Entsprechend überrascht es wenig, dass sich auch die Bildqualität der Kamera kaum vom Pro-Modell unterscheidet. Das OnePlus 9 liefert sehr schöne Ultra-Weitwinkel-Fotos mit reichlich Details, ordentlicher Bildschärfe und solidem Dynamikumfang. Leichte Unterschiede gibt es an der Farbabstimmung, welcher beim OnePlus 9 eine Spur gelbstichig ausfällt. Darüber hinaus scheint die Entzerrung am Bildrand warum auch immer etwas weniger akkurat zu arbeiten. Auch mit der Ultra-Weitwinkelkamera kann das OnePlus 9 die volle Sensorauflösung für 50 Megapixel Ultra-Weitwinkelfotos nutzen. Hier entstehen ebenfalls deutlich größere Fotos, in welche man weiter reinzoomen kann, ohne dass die Qualität übermäßig leidet. Damit eignet sich auch diese Aufnahmen gut für Zuschnitte oder den Druck im Großformat. Ultrashot HDR sowie die KI-Szenenerkennung werden auch im 50 Megapixel-Modus unterstützt. Das OnePlus 9 verzichtet im Gegensatz zum Pro-Modell auf den optischen Zoom. Damit reduziert sich die standardmäßige Zoom-Stufe von 3,5-fachem auf 2-fachen Zoom. Gestört hat mich das aber nicht, denn insgesamt zieht man den Bildern den digitalen Zoom kaum bis gar nicht an. Die Nachbearbeitung der Software ist hervorragend und liefert sogar bei wenig Licht noch erstaunlich gute Ergebnisse. Im Porträtmodus könnt ihr Bouquetaufnahmen entweder mit oder ohne Zoom anfertigen. Der Porträtmodus arbeitet in beiden Modi sehr zuverlässig und kommt auch mit komplexen Konturen und Tiefenverhältnissen sehr gut klar. Sicherlich ist der Porträtmodus nicht immer nötig, da die Hauptkamera je nach Abstand schon einen sehr guten natürlichen Bouquet-Effekt erzeugt, doch wenn der natürliche Effekt mal zu schwach ausfällt, leistet der Porträtmodus wirklich gute Dienste. Das OnePlus 9 nutzt die Ultra-Weitwinkelkamera auch für den Ultra-Makro-Modus. Die Resultate in diesem Modus können sich sehen lassen. Man kann bis auf 4 cm ans Motiv herangehen und erhält dann recht detaillierte Makroaufnahmen mit schönen Farben. Etwas störend ist allerdings, dass man im Makro-Modus den Blitz nicht zuschalten kann. In vielen Situationen würde dieser helfen, noch bessere Ergebnisse zu zielen, wenn das Smartphone einen Schatten aufs Motiv wirft. Das OnePlus 9 hat einen LED-Blitz mit zwei LEDs an Bord, welche in einem warmen und einem kalten Farbton aufleuchten. Der Blitz erzeugt relativ viel Licht und da die Kamera selbst auch ziemlich lichtstark ist, entstehen hier astreine Fotos, auch wenn die Distanz zum Motiv mal etwas größer ist. Die Farbdarstellung der Blitzfotos ist hervorragend. In Lowlight-Situationen zeigt sich die 48 Megapixel Hauptkamera im OnePlus 9 recht lichtstark und zieht trotz kurzer Auslösezeit im Standardmodus eine ausreichende Menge Licht aus der Szenerie. So sehen Fotos in Räumen mit schwächeren Kunstlichtquellen noch sehr gut aus, aber auch nächtliche Außenaufnahmen mit Straßenbeleuchtung können sich im 12 Megapixel Standardmodus noch sehen lassen. Gegenüber dem Pro-Modell hat das OnePlus 9 allerdings das Nachsehen, denn im direkten Vergleich sieht man deutlich, dass die Kamera etwas weniger Licht einfängt und auch die Detailabbildung etwas schlechter ist. Das sind aber nur feine Details und die Fotos sehen trotzdem gut aus und dürften den größten Teil der Nutzer zufriedenstellen. Beim OnePlus 9 lohnt sich dafür das Nutzen des Night Mode mehr als beim Pro Modell. Da es hier gegenüber dem Standardmodus mehr Raum für Verbesserungen gibt, tut der Night Mode auch genau das und wertet die Fotos nochmal deutlich auf. Lichtausbeute, Dynamikumfang und auch Detaildarstellung bzw. die Texturen verbessern sich deutlich bis teils erheblich. Als nächstes werfen wir noch einen Blick auf die Lowlight Performance der Ultra-Weitwinkelkamera im OnePlus 9. Diese Kamera schlägt sich bei wenig Licht etwas schlechter als der Hauptsensor, liefert aber für eine Kamera ihrer Art trotzdem noch eine recht gute Lowlight Performance mit sehr brauchbarer Detailqualität ab. Wenn man bedenkt, dass die allermeisten uw Kameras in anderen Smartphones bei Nacht nur noch Matsch produzieren. Die UWW Kamera im OnePlus 9 fängt halt einfach nur etwas weniger Licht ein als die Hauptkamera, was die Bilder dunkler und in manchen Situationen oder Bildbereichen auch matschiger wirken lässt. Immerhin gibt es aber auch für die Ultra-Weitwinkelkamera einen Night Mode und mit diesem kann das OnePlus 9 die Schwächen im Standardmodus weitestgehend ausgleichen. Im Night Mode wirken die Fotos fast ohne Ausnahme wieder so hell wie mit der Hauptkamera und die Bildqualität verbessert sich je nach Motivteils dramatisch. Für Nachtfotos mit der Ultra-Weitwinkelkamera ist der Night Mode also wie beim Pro Modell Pflicht. Langzeitbelichtung ist mit dem OnePlus 9 mit Stativ im Pro-Modus möglich. Hier könnt ihr mit bis zu 30 Sekunden belichten und entweder eine Halbautomatik nutzen oder alle Einstellungen manuell festlegen. Wie gewohnt habe ich das Ganze mit Halbautomatik getestet, da der durchschnittliche Smartphone-Nutzer wohl dasselbe tun wird. Leider funktioniert die Halbautomatik vom OnePlus 9 wie auch schon beim Pro-Modell nicht ganz perfekt. Fokus und Weißwert sitzen zwar in der Regel trotz des fehlenden Laserfokus korrekt, doch beim ISO-Wert liegt die Halbautomatik häufig daneben. Das führt dann je nach Situation zu überbelichteten oder auch viel zu dunklen Fotos. Damit eignet sich der Pro-Modus eher für Nutzer, welche Ahnung von manueller Fotografie haben und entsprechend die komplette Kontrolle übernehmen können. Bei der Frontkamera unterscheidet sich das OnePlus 9 nicht von seinem größeren Bruder und kommt mit derselben 16-Megapixel-Kamera daher. Entsprechend gibt es auch hier keine Unterschiede bei den Ergebnissen. Bei Tag liefert die Kamera sehr schöne Selfies und das auch bei Gegenlicht. Bei Dämmerlicht ist die Qualität weiterhin vergleichsweise gut und erst bei sehr wenig Restlicht steigt die Kamera dann aus. Der Bildschirmblitz kann jedoch aushelfen und liefert dann wieder brauchbare Ergebnisse. Wer gerne mit seinem Smartphone filmt, wird mit dem OnePlus 9 sehr zufrieden sein. Hier stimmt nicht nur die allgemeine Optimierung, sondern auch der Funktionsumfang. Die maximale Auflösung für Videos beträgt 8K bei 30 FPS und selbst in diesem Modus gibt es Bildstabilisierung. In 8K 30 kann man sowohl mit der Haupt- als auch der UWW-Kamera filmen. Die Bildqualität überzeugt bei beiden Kameras. Gleiches gilt für den Ton und die Stabilisierung. Abseits davon bieten beide Kameras noch die Modi 4K 60, 4K 30, FAD 60 und FAD 30. Auch in diesen Modi ist die Bildqualität absolut überzeugend. Der Fokus arbeitet zuverlässig und und die Tonqualität ist sehr gut. Farblich sehen alle Videos sehr gut aus, oft vorkommende Probleme wie ein Rotstich in 4K-Aufnahmen oder generell zu intensive Farben sind hier nicht vorhanden. Was der Hauptkamera von OnePlus 9 im Gegensatz zum Pro-Modell fehlt, ist der optische Bildstabilisator, ehrlich gesagt merkt man das im Alltag jedoch so gut wie gar nicht, sicherlich verschlechtert sich die Bildschärfe durch EIS ein wenig, was jedoch bei Tag so gut wie gar nicht ins Gewicht fällt und hauptsächlich bei Nachtvideos zu sehen ist. Die Qualität der Stabilisierung steht der OIS-Stabilisierung vom Pro-Modell in Nichts nach. Die Frontkamera kann mit einer maximalen Auflösung von Full HD filmen, das ist enttäuschend, denn langsam sollten wirklich alle Oberklasse-Smartphones auch hier mal auf 4K umsteigen, immerhin gibt es jedoch die Möglichkeit mit 60 FPS aufzunehmen, was ja immerhin etwas ist. Auch die Videos der Frontkamera sind qualitativ überzeugend und bieten Stabilisierung, komischerweise ist jedoch die Qualität des Tons bei der Frontkamera schlechter, im Full HD 30 Modus war der Ton außerdem im Test nicht synchron, hier muss der Hersteller noch an der Software-Schrauben beim Pro-Modell traten diese Probleme nicht auf. Für Slow-Motion-Videos bietet die Hauptkamera am OnePlus 9 im Gegensatz zum Pro-Modell keinen Modus mit 4K-Auflösung und 120 FPS. Das liegt daran, dass hier ein anderer Sensor verbaut wird, welcher diese Funktion nicht unterstützt. Die Slow-Motion-Modi des OnePlus 9 beschränken sich damit auf FHD240 und HD480. Qualitativ sehen die Slow-Motion-Ergebnisse von OnePlus 9 gut aus, jedoch bekommt ihr hier keine Dateien mit hoher Framerate. Die Videos legen also bereits abgebremst vor und es wird auch kein Ton aufgenommen. Weiter geht's dann zum Akku und im OnePlus 9 steckt derselbe 4500mAh Akku wie im Pro-Modell. Durch das kleinere Display mit der geringeren Auflösung ist der Verbrauch allerdings spürbar geringer. Damit kommt man mit dem OnePlus 9 unterm Strich einfacher durch den gesamten Tag inklusive Abend, selbst wenn man das Always-on-Display nutzt. Beim Fast Charging per Kabel muss man beim OnePlus 9 gegenüber dem Pro Modell keine Einschränkungen hinnehmen. Auch hier gibt es Warp Charge 65T, welches den Akku im Test binnen 15 Minuten von 20 auf 75 Prozent und binnen 32 Minuten von 20 auf 100 geladen hat. Ein Downgrade gibt es lediglich beim Wireless Charging. Hier bietet das OnePlus 9 nur 15 Watt statt den 50 Watt beim Pro Modell. So dauern 20 auf 75% Prozent rund 50 Minuten und 20 auf 100% Prozent rund eine Stunde und 23 Minuten. Kommen wir dann also zum Fazit und hier kann ich mich recht kurz fassen. Insgesamt ist das OnePlus 9 ein weiteres sehr solides Smartphone von OnePlus. Die Preisgestaltung empfinde ich als fair und von den Downgrades gegenüber dem Pro-Modell fühle ich mich kaum eingeschränkt bzw. vermisse nur wenig. Insofern ist das OnePlus 9 für 200 Euro weniger als das Pro-Modell für OnePlus-Fans, bei denen es nicht unbedingt das Beste vom Besten sein muss, eine gute Alternative zum Top-Modell. Viele werden das OnePlus 9 wahrscheinlich auch wegen des flachen und kleineren Displays bevorzugen. Sicherlich kann man in der Preisklasse den Kunststoffrahmen kritisieren, doch mich persönlich stört er gar nicht so sehr, da man ihn wie gesagt nicht sofort bemerkt und auch die Stabilität darunter nicht leidet. Die die IP68-Zertifizierung hat mich da am Ende mehr enttäuscht. Und damit ist dann, denke ich, auch alles gesagt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt gerne einen Kommentar, lasst außerdem einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um in Zukunft keine Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen, macht es gut und bis zum nächsten Video.